Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich Ihnen das neue Insta-Kamera-Tool für Windows. Sie finden das ab sofort bei uns auf der Webseite auf www.insta.de oder auf download.insta.de. Dort dann einfach Ihr Kameramodell auswählen und entsprechend das Kamera-Tool herunterladen. Es handelt sich hierbei um die Kamera-Tool-Version 2.7. Die größte Neuerung in diesem Tool ist, dass Sie ab sofort auf die Speicherkarte Ihrer Insta-HD-Kamera zugreifen können, um sich dort die Aufnahmen herunterzuladen, entweder einzeln, tageweise oder auch den kompletten Inhalt der SD-Karte. Ich gebe Ihnen hier erstmal einen großen Überblick über das Kameratool und gehe dann gleich auf diesen Punkt der SD-Karte ein. Das Kameratool dient dazu, Ihre Kameras im Netzwerk zu finden. Wir haben hier unten einmal das Netzwerkinterface. Das ist die Netzwerkschnittstelle. Also sagen wir mal, Sie haben einen PC, der über WLAN mit einem anderen Netzwerk verbunden ist als über LAN-Kabel. Und die Kameras sind in dem Netzwerk, wo Sie per LAN-Kabel verbunden sind. Dann wählen Sie quasi hier aus die Verbindung des LAN-Kabels und gehen dann entsprechend auf Suchen. Also die Schnittstelle, die Sie hier auswählen, in diesem Netzwerk wird dann entsprechend gesucht. Wir können jetzt einfach auf Suchen. Die Kamera sendet jetzt eine Anfrage ins Netzwerk und alle Kameras, die dort sind, antworten dann diesem Tool. Wir gehen jetzt hier einmal mit diesem Schieberegler, können wir nach rechts gehen. Hier bekommen Sie jetzt einen Überblick über verschiedene Einstellungen der Kamera. Zum Beispiel sehen wir hier bei DHCP, ob dies eingeschaltet ist oder ausgeschaltet. Wenn DHCP eingeschaltet ist, bedeutet das, dass die Kamera automatisch von Ihrem Router eine IP-Adresse bekommt. Und besser wäre es, wenn Sie das ausschalten, denn ansonsten kann es passieren, wenn Sie zum Beispiel übers Internet auf Ihre Kamera zugreifen, dann haben Sie wahrscheinlich auch im Router eine Port-Weiterleitung gemacht und diese zeigt auf eine bestimmte IP-Adresse. Wenn sich jetzt diese IP-Adresse aber ändert wegen diesem DHCP, also der Router vergibt irgendwann der Kamera eine neue IP-Adresse, dann stimmt natürlich auch diese Port-Weiterleitung nicht mehr. Und deswegen ist es besser, das auszuschalten, der Kamera eine feste IP-Adresse zu geben und dann kann die sich auch nicht verändern. Wenn wir jetzt hier noch ein Stückchen weitergehen, hier sehen wir jetzt auch die Firmware-Version und die WebUI-Version unserer einzelnen Kameras. Hier ist es jetzt relativ einfach oder schön übersichtlich dann zu sehen, gerade wenn Sie mehrere Kameras haben, ob alle Kameras die neueste Version bereits installiert haben oder ob Handlungsbedarf besteht, dass wir quasi die neueste Version installieren. Gehen jetzt hier einmal zurück und gehen jetzt hier auf den Reiter IP-Konfiguration. Hier können wir jetzt einfach mal eine Kamera auswählen. Wir müssen uns jetzt hier an der Kamera anmelden mit dem Benutzername und Passwort. Und haben jetzt hier auf der rechten Seite die Möglichkeit zu sagen, dass wir hier dieses DHCP einschalten wollen oder wir wollen es hier entsprechend ausschalten und können der Kamera hier jetzt auch die IP-Adresse vergeben oder auch den Port ändern. Wichtig ist, wenn Sie den Port ändern und hier auf Senden gehen, wird ein Neustart vorgenommen von der Kamera. Sofern Sie nur die IP-Adressen ändern oder Gateway oder DNS, wird kein Neustart vorgenommen, das heißt, nach dem Senden ist die Kamera dann mit der neuen IP entsprechend erreichbar. Der nächste Punkt wäre Update. Hier können Sie quasi auswählen, ob Sie die Firmware updaten wollen oder die WebUI-Version. Bei unseren HD-Kameras wäre das egal, weil die Firmware und WebUI in einer Datei ist. Bei den VGA-Kameras müssten Sie dies getrennt vornehmen. Sie sehen dann hier die aktuelle Version. Und hier mit Browse können Sie jetzt die heruntergeladene Firmware-Datei entsprechend auswählen. Bei den HD-Kameras ist das immer eine update.pkg-Datei und bei den VGA-Kameras ist das eine BIN-Datei. Und dann können Sie hier auf Senden gehen und das Update wird an die Kamera gesendet. Jetzt kommen wir auch schon zu unserem neuesten Punkt, der SD-Karte. Sehen, wir haben jetzt hier noch die Eingangskamera ausgewählt. Dort haben wir eine 32 GB Karte drin, 121 MB davon sind noch verfügbar.
Wir hätten jetzt hier die Möglichkeit, die Speicherkarte zu formatieren oder wir können hier sie auch auswerfen, wenn Sie jetzt die Speicherkarte zum Beispiel entnehmen wollen. Bei einer Innenkamera ist das ja relativ einfach. Dann tun Sie die am besten vorher auswerfen oder wir können jetzt hier auf Browse gehen. Browse bedeutet, wir wollen das die Speicherkarte durchsuchen. So, ich tue das einmal hier ein Stückchen zur Seite schieben. Jetzt haben wir hier den Inhalt unserer Speicherkarte. Sie erkennen das wahrscheinlich wieder. Wir haben hier die Ordner mit den einzelnen nach dem Datum sortiert auf der Speicherkarte drauf. Je nachdem, wie Sie es eingestellt haben, können Sie auch hier die ganzen Dateien schon haben. Aber wir haben das nach Ordnern gemacht und jetzt können wir hier einmal mit einem entweder uns den ganzen Ordner auswählen und dann hier herunterladen oder Sie können einfach mit einem Doppelklick auf den Ordner dann in den Ordner reinspringen. Wir sehen jetzt, in diesem Ordner befindet sich hier ein Unterordner Record 000. Den könnten wir auch jetzt runterladen oder wir machen Doppelklick hier nochmal drauf und sehen jetzt hier die ganzen einzelnen Videos von diesem Tag. Was wir jetzt machen können, wir können uns einfach mal drei Videos auswählen und sagen, dass wir diese jetzt herunterladen möchten. Dazu gehen wir hier einfach auf Download, können jetzt hier entsprechend unseren Ordner auswählen, wo wir es hinlegen wollen. Wir wollen es jetzt einfach mal auf den Desktop legen und tun den entsprechend jetzt auswählen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit nach dem Download, dass wir uns diesen Ordner anzeigen lassen, wo es hingeladen wurde, oder wir können es einfach nur bestätigen. Wir sagen jetzt einfach Ordner öffnen. Und Sie sehen, jetzt haben wir auf dem Desktop, ich gehe hier nochmal einmal zurück, auf dem Desktop haben wir einen Ordner mit dem Namen der Kamera, also Eingang und entsprechend der IP-Adresse. Sollten Sie mehrere Kameras haben, dann heißen die natürlich alle gleich oder nicht unbedingt, aber es kann sein, dass sie alle gleich heißen. Zum Beispiel, Sie haben 5 IN5907 und ab Werk heißen die dann natürlich auch alle IN5907. Dadurch wird dann mit der IP-Adresse nochmal unterschieden, um welche Kamera es sich handelt. Wir können jetzt in diesen Ordner reingehen. Hier haben wir jetzt diesen Ordner mit dem Datum des Tages, um das es sich handelt. Hier gibt es jetzt einen Ordner Videos. Sollten Sie Bilder haben, würde jetzt hier ein Ordner Bilder erstellt werden, die Sie runtergeladen haben. Und hierin befinden sich jetzt unsere drei Videos, die wir heruntergeladen haben. Ich zeige Ihnen jetzt nochmal, wie Sie auch komplett einen Ordner herunterladen können. Wir können jetzt hier oben auf diese drei Punkte gehen und können einfach mit einem Doppelklick hier zurückgehen. Oder Sie sehen auch hier auf der rechten Seite haben wir einen Zurück-Button eingebaut. Damit können Sie auch entsprechend zurückgehen hier auf die Übersicht unserer einzelnen Tage. Sagen wir, Sie wollen alles runterladen, dann haben Sie die Möglichkeit, hier oben links dieses Häkchen anzuhaken, da wo die drei Punkte sind. Damit würde alles markiert werden, also alle Tage, die hier drauf sind. Sie müssen sich natürlich bewusst sein, je größer die Speicherkarte ist, desto länger kann das dann auch dauern mit dem Runterladen. In unserem Beispiel jetzt laden wir uns einfach einmal zwei oder drei Tage herunter. Wir wollen diese drei Tage jetzt einmal herunterladen. Wir gehen jetzt wieder auf Download und wählen uns hier wieder unseren Desktop aus. Da sind wir noch drauf. Und Sie kriegen jetzt hier sehr schön angezeigt, wie der Download stattfindet. Das heißt, er lädt jetzt hier die ganzen Dateien. Hier sehen Sie gerade, an welchem Ordner er ist. Also insgesamt haben wir ja drei Ordner ausgewählt, die wir herunterladen möchten. Und Sie können jetzt sehen, dass hier gerade der erste Ordner runtergeladen wird. Da sind anscheinend einiges an Aufnahmen drin. Und anschließend sollte das dann gleich umspringen, wenn er soweit ist. Und jetzt ist er auf den Ordner, der zweite Ordner, und dann kommt noch der dritte Ordner. Es ist natürlich davon abhängig, wie Ihre Kamera angeschlossen ist. Wenn sie per LAN-Kabel angeschlossen ist, wird der Download wahrscheinlich etwas schneller gehen, als wenn Sie die Kamera über WLAN betreiben. Das ist natürlich ganz abhängig davon,
ob die Kamera in der Nähe Ihres Routers steht oder etwas weiter entfernt davon. Zudem ist natürlich auch wichtig, wie Ihr PC entsprechend angeschlossen ist, ob per LAN-Kabel oder über WLAN. So, der Download ist jetzt fertig. Wir können jetzt hier auf Ordner öffnen gehen. Sie sehen, die Aufnahmen wurden jetzt hier wieder in den gleichen Ordner geladen. Ich zeige es Ihnen hier nochmal. Also wenn wir auf den Desktop gehen, haben wir hier wieder weiterhin unseren Ordner von der Kamera. Und dort wurden jetzt quasi diese 3 Tage hinzugefügt, die wir ausgewählt haben. Ich schiebe das hier mal zur Seite. Wir tun das hier bestätigen. Sie sehen, wir haben den 19., den 20.02. und den 23.02. ausgewählt zum Herunterladen. Der 24.02. war das, wo wir die 3 Videos runtergeladen haben. Und wenn wir jetzt einfach hier mal auf den 23.02. gehen, haben wir hier unsere Videos und haben jetzt hier alle Videos entsprechend in den Ordnern drin, im Ordner drin. Und Sie können sich diese so ganz bequem anschauen. Ich schließe jetzt einmal hier das mit der SD-Karte, zeige Ihnen hier nochmal das Tool. Eine letzte neue Funktion, die wir eingebaut haben, ist, wenn wir hier nochmal auf Suche gehen. Sie sehen ja hier alle Kameras, bei uns haben jetzt hier unterschiedliche Namen. Sagen wir, Sie haben mehrere Kameras und die heißen alle IN5905 zum Beispiel. Dann ist es natürlich nicht so einfach, die auseinanderzuhalten. Rein an der IP-Adresse wird das etwas schwierig werden. Deswegen ist es natürlich besser, der Kamera einen Namen zu vergeben, um die schöner auseinanderzuhalten. Das können Sie entweder direkt über die Weboberfläche von der Kamera tun oder aber jetzt halt auch über unser Tool. Sie können hier auf Bearbeiten gehen und hier Namen ändern auswählen oder Sie drücken einfach die Kontrolltaste, halten die gedrückt und drücken dann N. Ich mache das einfach hier einmal, Kontrolltaste gedrückt, N drücken und dann sehen Sie hier schon, haben wir jetzt die Möglichkeit, den Namen zu ändern. Wir nennen das jetzt einfach einmal Eingang Office, gehen auf Bestätigen und Sie sehen jetzt hier, der Name ist geändert worden in Eingang Office und dieser Name wird jetzt dann auch im Videobild der Kamera dargestellt. Also dies ist eine sehr einfache Möglichkeit, die Sie jetzt haben, um einfach Ihre Kameras ordentlich zu benennen und sie so sehr schön auseinanderzuhalten. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Sie finden sehr viele weitere Videos bei uns im InstaTV YouTube-Channel. Also einfach auf YouTube gehen, InstaTV eingeben, dann kommen Sie auf unseren YouTube-Channel. Dort freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren. Sie finden dort sehr viele weitere Videos, Anleitungen, Tipps und Tricks, wie Sie Ihre Kamera besser noch verwenden können. Und folgen Sie uns einfach und dann werden Sie automatisch informiert, sobald neue Videos entsprechend online gestellt werden. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihrer Kamera und mit dem Insta-Kamera-Tool und freue mich schon, dass Sie sich demnächst vielleicht wieder eins unserer anderen Videos anschauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.